Durchsuchungen in Hamburg. Am Dienstag haben Ermittler des Landeskriminalamtes Wohnungen durchsucht. Die tatverdächtigen Männer und Frauen im Alter von 18 bis 67 Jahren stehen im Verdacht, sich durch Äußerungen auf verschiedenen Online-Plattformen strafbar gemacht zu haben, teilte die Bundespolizei mit. Die Durchsuchungen erfolgten in voneinander unabhängigen Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und antisemitischen Straftaten. Bei den Durchsuchungen wurde Beweismaterial sichergestellt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. Wer auf Hasspostings im Netz stößt oder selbst Opfer wird, soll dies umgehend bei der Polizei anzeigen.